Ich hoffe, dass wir als Verband unseren Beschäftigten, aber auch der Bevölkerung in Summe vernünftig aufgezeigt haben, was wir leisten können, wozu wir zu leisten bereit sind und fähig sind. Wir haben hoffentlich auch gezeigt, dass wir ein schützenswertes Handwerk sind, das sich massiv Gefahren ausgesetzt gesehen hat. Aber wir sind, glaube ich, relativ schnell darauf eingegangen. Wir waren jeden Tag und sind jeden Tag damit konfrontiert worden. Und ich hoffe, dass in Summe die Wertschätzung für unser Handwerk durch das, was wir getan haben, gestiegen ist und weiter steigen wird. Beispielsweise das Thema Tagesreinigung, Daytime Cleaning, Neudeutsch genannt, mittels veränderter Reinigungszeiten, mittels veränderter Anforderungen. Man hat wesentlich stärker durch direkten Kontakt mit dem Kunden, durch direkten Dialog mit dem Kunden, individuelle Lösungen gefunden, die neuzeitlicher waren. Wir hoffen, dass da haben wir noch ein paar Probleme zu lösen, ein paar Hausaufgaben zu lösen, dass wir das Bewusstsein dafür, dass eine Reinigung auch tagsüber im Beisein der Kunden passieren kann, ohne dass die Kunden dadurch negativ tangiert werden, dass wir dieses Verständnis noch stärker transportieren können. Wenn das passiert, dann werden wir einen Systemwandel haben. Wirtschaftlich gesehen werden wir die Auswirkungen eigentlich erst später sehen. Es gibt ja Branchen, die brauchen sicherlich nicht nur Monate, sondern Jahre, um sich wieder richtig zu erholen. Luftfahrt, Messe, Veranstaltungsgeschäft, etc. Ich gehe davon aus, dass das Bewusstsein für Reinigung und Hygiene deutlich wichtiger wird, dadurch, dass die Menschen gelernt haben, dass mit diesen Desinfektionsmaßnahmen sie selber geschützt werden. Schulen, Kindergarten, Altenheime. Das Bewusstsein dafür, dass da Reinigung und Hygiene wichtig ist, Reinigung und Hygienestandards wichtig sind und die möglichst auch so sein sollten, dass man das Gefühl hat, dass da täglich gereinigt wird, täglich desinfiziert wird in den wichtigen Bereichen und dadurch eine höhere Prophylaxe vorhanden ist. Das ist, glaube ich, das, was die Corona-Krise als Positives für uns im Nachgang bewirken könnte.